Hallo und herzlich willkommen zu meiner Review von Seen of Seas. In folds of midnight waters, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Für alle, die nicht wissen, was Sea of Thieves ist, hier ein kurzer Einblick. In Sea of Thieves erkundest du alleine oder mit Freunden eine große Open World, in der es massig schöne Inseln gibt. Der Fortschritt in Sea of Thieves liegt darin, nicht irgendeine Story abzuschließen, sondern deine eigene Story zu erschaffen. Deine eigene Story, aber worüber? Über deinen Weg zur Piratenlegende. Sei die Legende, die du sein willst. Jeder wird deinen Namen kennen. Alles, was du dafür tun musst, ist von bisher 3 Fraktionen Aufgaben zu erledigen. Für die Goldsammler musst du losziehen, um Kisten zu suchen, die im Sand vergraben auf dich warten. Hier gibt es Rätselquests und Quests, wo du die Inseln und die Schätze durch ein X finden musst. Beim Seenorden setzt du Segel zu einer Insel, auf der Skelette warten und auch einen Boss, dessen Schädel du bei dem Seenorden gegen Gold eintauschen kannst. Der Handelsbund ist folgend aufgebaut. Du kannst Käfige und musst die Tiere einfangen, die du brauchst, und die zu einem Außenposten bringen, der ebenfalls vorgegeben ist. Aber die Zeit läuft. Ist an sich ja kein Problem. Wäre dann nicht diese Kleinigkeit, dass andere Piraten deine Schätze auch unheimlich gerne wollen. Also sei vorsichtig in der Sea of Thieves, denn andere Spieler sind nie weit entfernt. Und er weiß schon, ob sie Böses vorhaben. Nun kommen wir zu der Review. Ich habe Sea of Thieves schon im Stresstest gespielt und es hat mir super gefallen. Somit habe ich mir das Spiel vorbestellt. Nach der Veröffentlichung von Sea of Thieves am 20. März 2018 hat mich das Goldfieber gepackt und ich habe nichts anderes gemacht, außer nach Schätzen unterhalb des Sandes zu suchen. Mittlerweile ist es 1,64384 Monate draußen, in Klammern, danke Google, und es machte immer noch super viel Spaß. Das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Sea of Thieves-Spieler sehr nett sind und ich habe alleine durch Sea of Thieves fast 30 Freunde in meiner Xbox-Freundesliste. Sea of Thieves ist nur für Xbox und Windows 10 erhältlich und große Anforderungen hat das Spiel auch nicht. Es macht mir Spaß, für die Goldsammler Kisten zu suchen und gelegentlich Skelette zu bekämpfen. Wäre da nicht der Handelsbund, der mir gar keinen Spaß macht. Ich habe vielleicht 9 Quests abgeschlossen und bin nur Level 32. Momentan, weil ich immer die Sachen von Raid verkauft habe. Raids sind in Sea of Thieves nicht wirklich schwer, aber für Neulinge wirklich ein super Erlebnis. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Raid. Er ist aufgebaut wie die Mob-Arena Minecraft, wer kennt sie noch von früher, schreibt's in die Kommentare. Content. 4 Jahre Entwicklung, so wenig Content. Ja, 4 Jahre Entwicklung ist schon einiges, aber es gibt super viele liebevolle Details, auf die man normalerweise gar nicht achtet. Ein gutes Beispiel ist, was vielleicht nicht alle wussten. Guckt man nachts in den Himmel, sieht man einen hellen Stern, den Nordstern. Den habe ich durch Zufall entdeckt, so ist er mir auch nicht aufgefallen. Es gibt noch einige Secrets und mysteriöse Unterwasserhöhlen und ähnliches. Es sind 3 große Updates geplant. Eine schon diesen Monat, Hungering Deep. Hier ist DLC für kostenlos, außer Haustiere. Aber die sind über den Premium-Shop kaufbar später. Und das Geld dient hauptsächlich zum Servererhalt. Ja, die kosten nämlich auch Geld. Im Winter und Sommer kommen auch noch 2 große Updates. Zum Beispiel eine Map-Erweiterung, die auf Forsaken Shores hört. Eine extrem gefährliche Map nach meinen Quellen.
Und jedes Update ist kostenlos. Das ist das Beste an Sea of Thieves. Und das ist den Entwicklern wichtig gewesen. Langzeitmotivation. Wie schon vorher in der Erklärung gesagt, beschränkt sich Sea of Thieves nicht auf eine Hauptstory. Ich verstehe es nach 15 Games, sondern du schreibst deine Geschichte selbst. Meine Motivation, legendärer Pirat zu werden, habe ich noch nicht verloren. Nach bestimmt über 100 Spielstunden. Immer noch will ich höher leveln und die atemberaubende Grafik von Sea of Thieves genießen. Kennt ihr ein Spiel, das ein geileres Meld als Sea of Thieves? Ich nicht. Aber die Langzeitmotivation in diesem Spiel ist vielleicht nicht so hundertprozentig gegeben. Das kann aber auch daran liegen, dass ich immer fast nur alleine segel. Sea of Thieves ist ein Koop-Spiel. Es macht nur mit einem Freund so richtig Spaß. Aber wenn man nette Spieler als Freund hat, die zufällig Piratenlegende sind, ist das natürlich auch super. Ja. Es gehört auch ein bisschen taktisches Verständnis dazu, andere Schiffe mit Kanonen zu versenken. PvP ist ja relativ normal gehalten. Schwert, Sniper, Shotgun und Pistolen sind die Waffen, die es im Moment im Spiel gibt. Insgesamt ist Sea of Thieves ein super Spiel. Um selber Gameplay-Erfahrung zu haben, verschenke ich einen Monat Xbox Game Pass, der auch Sea of Thieves enthält. Weitere Informationen in der Beschreibung. Das war's mit meiner kleinen Review. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig ist, eine Review zu erstellen. Aber jetzt habe ich mein erstes hinter mir. Es folgt ein zweites, sobald das Spiel mehr Content bietet. Auf Wiedersehen, euer Snake.